Ein rechter Krieger lässt sich sicher auch nicht von einer Epidemie aufhalten. Und Ninja Warriors haben in Basel haben berichtet gehabt, vor über einem Jahr bereits hier Hand angelegt und haben einen wundervollen Trainingstempel angefangen gestalten, bauen und haben aber auch die ganze Zeit hier weiter trainiert. Bei mir ist der Fabian. Fabian, warum hast du gerufen? Jetzt machen wir auf den Sommer doch noch ein paar Kurs. Genau, also es reicht jetzt gerade so, dass wir noch für Kids von 5 bis 18, gut, die 18-Jährigen sind nicht mehr unbedingt Kids, aber dass wir ein paar reinlassen können. Für 50 Leute werden wir aufmachen. Wir haben dazu einen Trainer aus Deutschland können auftreiben, den man aus der Show, aus dem Fernsehen kennt. Und ja, für das sind wir heute da, um das noch ein bisschen vorstellen, dass wir da noch ein paar Leute erreichen. Dann erzähl doch mal, was macht denn so ein Trainer? Wie trainiert man das? Ist das einfach ein Kraft- und Ausdauertraining? Oder sind das Geschicklichkeitsübungen? Weil da musst du ja alles ein bisschen drauf haben, braucht ja auch Balance und so. Genau, also wir werden verschiedene Blöcke haben. Es wird einen Block auf dem Tricking geben, wo es mehr so um technische Sachen geht. Wir werden auch Blöcke haben, wo es um die einzelnen Ninja-Hindernisse geht, um mal zu schauen, schaffe ich es überhaupt und wenn nicht, was gibt es vielleicht noch für technische Aspekte, um das Ganze zu lösen. Und in erster Linie geht es aber auch darum, dass wir einen gewissen Fun-Faktor drin haben, dass die Kinder einfach mal ausprobieren können. Sei das mit Challenges oder mit Gruppenarbeiten, wo sie eine Aufgabe erfüllen müssen miteinander. Ja, dass sie wirklich Spass am Ganzen haben. Du hast das Ausprobieren angesprochen, also sind keine Vorkenntnisse nötig, sondern Spass haben an der Sportart. Wann geht das los? Hat es da noch Platz in der ersten Woche? Im Moment haben wir noch Plätze, ja. Wir sind relativ kurzfristig dran, weil eben lange nicht klar war, schaffen wir es überhaupt von der Räumlichkeit her, bringen wir alles so weit fertig. Und deswegen haben wir auch noch ein bisschen freie Plätze in der ersten und in der zweiten Woche. Wie sieht das aus? Ich sehe, da stehen trotzdem immer noch Holz um und alles Mögliche. Also, sie sind hier immer noch im weiteren Ausbau. Genau, also wir haben noch ein paar Sachen zu machen. Jetzt in dem Raum, wo wir da oben sind, ist es ein bisschen weniger. Das sind ein paar Details, die wir ausbessern müssen. Wie Strom zum Beispiel, der noch reingezogen werden mit Steckdosen. Das meiste Holz, das wir jetzt noch da oben haben, ist noch eine Frisur 2. Das ist auch noch nicht offen. Dort ist wirklich noch Baustelle. Und das ist dann eigentlich das, was wir bis im September noch fertig bringen. Und vielleicht auch noch eine Webseite overground.ch, wo ihr alle Informationen findet. Das ist doch ein Schlusswort.